Das hat Freiburg noch nie gesehen. Buchstäblich, denn im Konzerthaus am Bahnhof wurde der rote Teppich ausgerollt. Zur Filmpremiere von Power to Change, des neuen Dokumentarfilms über die Kraft der Energiewende. 1100 Gäste wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen, für das die Filmcrew 6 Monate lang 28 Drehorte bereist hatte. Entsprechend hoch waren die Erwartungen. Wir machen im Moment ein großes Subventionsprogramm für die 4 Großen. Das macht Berlin. Und deswegen ist jetzt Widerstand auf allen Ebenen gefordert. Und ich hoffe, dass der Film da auch einen Beitrag dazu leisten wird. Mich interessiert an so einem Film am meisten, welche Ideen realisiert werden und welche Ideen für die Zukunft bestimmt sind. Ja, ich erwarte mir, dass er in der Gesellschaft wachrüttelt und die Notwendigkeit, vor allem Krieg und Frieden in den Mittelpunkt zu rücken, das ist entscheidend. Und Erneuerbare tragen dazu bei, Frieden zu schaffen. Ich habe selber ein bisschen Erfahrung, aber nur ganz wenig Erfahrung. Ich war in Kolumbien 2-mal auf einem Seminar zur erneuerbaren Energie. Und es interessiert mich einfach von wegen, was es andere Ideen noch gibt und was man da vielleicht auch noch Schönes realisieren kann. Bis zur Saalöffnung schraubte die Haustechnik an der Großprojektion für die eigens installierte gigantische Leinwand und an den Scheinwerfern, um Power to Change ins rechte Licht zu setzen. Pünktlich um 7:45 erschien der Regisseur. Für Karl A. Fechner ging an diesem Abend ein 3-jähriger Produktionszyklus zu Ende. Und viele seiner Protagonisten waren dabei. Der Abend eines langen Tages voller Vorbereitungen vieler Helfer und der internationalen Pressetermine für Fechner selbst. Ich glaube, der Iran hat gerade jetzt aktuell, weil jetzt gerade so eine Veränderung stattgefunden hat und so ein Aufbruch stattfindet, sehr, sehr gute Möglichkeiten dazu. Und deshalb möchten wir diesen Film dort natürlich weit verbreiten, damit diese Entscheidung jetzt in die Richtung einer Energierevolution eben stattfinden kann. Und die Gefühle zu diesem ganzen Thema. Den Menschen dazu veranlassen, anders mit sich selbst umzugehen und anders mit seiner Welt und seiner Umwelt umzugehen. Doch nun ist alles geschafft. Das Licht geht aus im Saal. Die Laudatio kann beginnen. Und ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Grüßen Sie mit mir, Dorothea Sigtis. Wissen ist ein Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung für das kollektive Wohlergehen der Menschheit und des gesamten Planeten. So wollen wir alle zusammen hoffen, dass wir das Ruder noch rumreißen können und am Ende die guten Kräfte siegen werden. So wünsche ich Ihnen allen jetzt ganz, ganz viel Freude bei Power to Change. Das Ende vom Film. Minutenlange Standing Ovation und ein gerührter Filmemacher. Danke für diesen unglaublichen Applaus. Danke für diese Rückmeldung. Es ist ein langer Weg, bis man eine solche Situation hier erreicht. Power to Change. Das Fest kann beginnen. Bis in die frühen Morgenstunden dauerte die Premierenparty. Erste Stimmen. Change, was sagt Ihnen das? Ja, Change heißt Wechsel. Und was mir gefällt, ist einfach zu sehen, es gibt noch mehr Leute, die
die dasselbe Ziel haben. Die große Leistung ist das Kino von diesem Film und das wird er schaffen. Und da wird er ganz viele Leute begeistern, glaube ich. Manchmal ein bisschen viel Text fand ich eigentlich, aber sonst die Aufnahmen wunderbar. Den Film insgesamt finde ich sehr authentisch. Ich finde, dass alle Protagonisten da so rüberkommen, wie sie mir auch im wirklichen Leben begegnet sind. Ich finde es nicht nur auf Deutschland bezogen. Ich finde, dass der Film genauso für andere Länder schon gelten kann. And would you recommend the movie? Oh, absolutely. I will be posting it on Facebook for my friends. Geil, einfach geil. Eine wahre Weltpremiere für die Öko-Hauptstadt Deutschlands. In 3 Tagen erst wird der Film in Berlin gezeigt und danach im Rest der Republik. Ein großer Abend also für Freiburg. Ein großer Abend für die Energiewende. Now I'm a believer.